Guten Tag aus Sochi, wo wir uns auf den Start des großen Preises von Russland vorbereiten. Noch haben wir zwar einige Rennen bis zum Saisonende vor uns, nichtsdestotrotz erwarten wir auch heute einen spannenden Grand Prix auf der Strecke, die 2014 im Formel-1-Kalender debütierte. Das an der Schwarzmeerküste erbaute Sochi-Autodrom ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke rund um einige der Austragungsorte der Olympischen Winterspiele 2014. Die Strecke ist, was Überholen angeht, sehr schwierig, denn an vielen Ecken ist es extrem eng. Allerdings gibt es auch viele schnelle Passagen. 56% der Strecke werden mit Vollgas gefahren. Insgesamt muss man sagen, diese Bühne ist der Formel 1 würdig. Heute darf ich neben mir niemand Geringeren als Stefan Römer begrüßen. Ich glaube, dieses Rennen konnte in seinem ersten Jahr nicht wirklich überzeugen. Aber seither kommen immer mehr Fans und es wurde zu einem beliebten Event. Was glaubst du denn, hat sich geändert? Ich finde, was hier passiert ist, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man die Probleme sofort angeht. 2014 wusste keiner, was ihn erwartet. Darum haben die Teams bei den Reifen sehr konservativ entschieden und dadurch die strategischen Optionen minimiert, was zu einem recht eintönigen Rennen führte. Aber das war eine gute Erfahrung. Und als wir im letzten Jahr wieder hier waren, sahen wir einen wirklich spannenden Grand Prix, der erst in den letzten Runden des Rennens entschieden wurde. Hoffentlich wird es dieses Jahr ähnlich aussehen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Renault startet also von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Perez, Esteban Ocon und Grosjean, Magnussen, Bottas, Hülkenberg und Charles Leclerc. Gasly, Raikkonen, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Brandon Hartley und Ricciardo, Van Dorn, Stroll, Sergei Sirotkin und Max Verstappen. Eriksson und Fernando Alonso startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Right, let's be patient going into turn one. We want to be in a good position for the rest of the race. Good luck. Und damit recht herzlich willkommen zurück zur F1 2018 Karriere hier auf dem Pixelhelden Kanal mit mir, dem Ray. Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht, dass hier so neben mir in der Startreihe ein Mercedes steht. Ja, also natürlich nicht verwunderlich, dass Hamilton so weit vorne steht. Aber wer gestern das Qualifying gesehen hat, der wüsste, dass eigentlich die erste Startreihe komplett gelb sein müsste. Nämlich Nico Hülkenberg, unser Teamkollege, hat sich auf Platz 2 qualifiziert. Wir hatten die komplette erste Startreihe, aber man hat es gerade gesehen in der Grafik, er hat eine Kritstrafe bekommen. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Teile kaputt gegangen sind und die mussten getauscht werden. Und ja, das hat natürlich diese Strafe zur Folge. Auch bei mir lief ja im Qualifying, was Teile betrifft, nicht alles glatt. In Q3 musste nämlich auch was repariert werden. So hatte ich auch nur einen Schuss, aber der hat gereicht für die Pole Position und damit habe ich natürlich eine super Ausgangslage. Ich hoffe, dass Nico sich noch ein bisschen nach vorne kämpfen kann, weil ich glaube, der Renault geht hier doch recht gut. Aber ja, das Rennen könnte sowieso ein sehr strategisches Rennen werden und sehr, ja, vielleicht chaosbehaftetes Rennen, denn guckt mal oben beim Wetter, es soll Regen kommen. Und genau deswegen starte ich auch nicht auf den Hypersofts, so wie alle anderen in der Top 10, sondern mit Ultrasofts. Meine Idee ist nämlich tatsächlich, so lange wie möglich mit den Ultras draußen zu bleiben, um nur einen Stopp zu machen, um dann auf die Intermediates oder auf die Heavyweights zu gehen, während die Konkurrenz, die höchstwahrscheinlich eben mit den Hypersofts starten wird, zumindest mal die Top 10 auf jeden Fall, die müssen wohl oder übel dann zweimal rein, denn ich denke nicht, dass die Hypersofts so lange halten werden, bis der Regen kommt. Aber ja, schauen wir mal, manchmal kommt der Regen ja hier im Spiel schneller, als man denkt. Ja, ich würde sagen, wir passen mal ganz kurz noch den Sprit an, nehmen wir ein bisschen mehr mit und dann, ja, gehen wir einfach direkt schon mal in die Einführungsrunde, da können wir ja auch noch mal ein bisschen labern. Natürlich jetzt nicht optimal, dass Hamilton... Natürlich jetzt nicht ganz optimal, dass Hamilton direkt daneben uns startet, weil der wird definitiv direkt attackieren mit seinem Mercedes. Und auch Vettel ist natürlich ein heißer Kandidat. Der Weg zur ersten Kurve ist hier sehr, sehr lange. Natürlich mit Nico hätten wir ein bisschen Backup gehabt. Also das wird eine schwierige Startphase. Vor allem, nochmals erwähnt, ich starte hier auf Ultrasofts, während die Konkurrenz hier auf Hypersoft startet. Und ja klar, weichere Reifen helfen natürlich beim Start immens. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht ein Startduell direkt gegen Hamilton verlieren werden. Aber ja, die Strategie ist, wie gesagt, auf eine 1-Stop zu gehen, in der Hoffnung, dass die Konkurrenz auf 2 Stops gehen muss und dadurch mehr Zeit verliert.
Deswegen nehme ich gerne ein paar Positionswechsel, die ein bisschen nach hinten gehen, in Kauf. Aber mal gucken, vielleicht kann ich ja die erste Position lange halten im Rennen. Das wäre natürlich schon sehr, sehr viel wert. Ich denke mal, so nach 4-5 Runden dürften die Ultras dann auf jeden Fall genauso schnell sein wie die Hypersofts. Und dann dürfte der Nachteil nicht mehr so stark wiegen. Also ja, könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf und schön, dass du eingeschaltet hast. Solltest du das Qualifying verpasst haben, dann kannst du das natürlich noch gerne nachholen. Die Folge kam gestern raus, ist in der Videobeschreibung in der Playlist verlinkt. Ist auf jeden Fall sehenswert, war ein spannendes Qualifying. Und wie gesagt, eigentlich Startreihe 1 für Renault, aber jetzt halt doch nicht so ganz. Aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da gleich passieren wird. Huiuiui. Also, ich wünsche dir an der Stelle viel, viel Spaß und super gute Unterhaltung beim Großen Preis von Russland hier in meiner F1 2018 Karriere. Drück mir die Daumen, dass alles gut geht. Der Weg zur ersten Kurve, beziehungsweise zur zweiten Kurve, muss man sagen, ist ja lang, denn der Rechtsknick da vorne zählt ja hier bekanntlich schon als erste Kurve und das kann schon sehr kritisch werden. Also jetzt, toi, 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 jetzt geht's los. Start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Problem ist, dass jetzt halt da hinten zum Teil doppelten und dreifachen Windschatten bekommen. Jetzt hier gleich auf mit Hamilton. Aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jawohl, Start gewonnen. Sehr gut. Vorerst mal. Okay, das Auto ist natürlich jetzt schwer. Wie schon gesagt, die werden natürlich jetzt richtig Druck machen hier, die Herrschaften. Einfach auch gerade jetzt hier im Infield werden die schneller sein in den Kurven. Selbst der Windschatten wird sich natürlich hier mächtig auswirken. Ich muss auch relativ früh anfangen mit dem Erstmanagement hier, dass mir das nicht ausgeht. So, hier muss ich aber auf jeden Fall überholen gehen. Also gerade hier auf dieser Gegengerade und auf der Stativgerade, da muss ich fast hier im vierten Erstmodus unterwegs sein. Sonst werden wir hier echt Probleme bekommen. Aber erstmal die erste Runde überstanden. Das ist schon mal sehr viel wert. Ja, hier, da habe ich echt ein bisschen Probleme, das Fahrzeug umzusetzen, leider. Start erstmal gewonnen, das ist sehr gut. Ja, der ist jetzt im Windschatten sehr gefährlich. Ja, sobald DRS kommt, werde ich wahrscheinlich eh keine Schnitte mehr haben. Und wegfahren sehe ich eher als unrealistisch an. Deswegen jetzt lieber direkt schon anfangen, ein bisschen Sprit und erst zu managen. Ja, man merkt, das Auto ist schon echt schwer und mit den Ultras tatsächlich nicht ganz so quick, sag ich mal, so ein bisschen schnell in den Kurven. Also Reaktion, schnell und so, das fehlt gerade ein bisschen. Also jetzt nicht zu hart pushen, zumal die Reifen ja noch ein bisschen halten müssen, bis der Regen kommt. Und da fragen wir auch gleich mal nach mit dem Wetter. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. Dry seem like the best tire for now.
10 bis 15 Minuten. Das kann also schneller kommen als gedacht. Vielleicht reicht es dann auch für die Konkurrenz. Tatsächlich auch einen Einstopp zu machen, das wäre natürlich bitter für mich, weil dann habe ich mich umsonst so ein bisschen kastriert. Aber jetzt schauen wir einfach mal. So, DRS ist jetzt halt da. Und deswegen erwarte ich dann auf der Gegengerade auch schon direkt der Angriff von Hamilton. Jetzt hat er DRS. Ich versuche direkt mal Kampflinie zu fahren. Oh, das war zu spät. Da habe ich mich jetzt verbremst. Oh, nee. Nein, ich Idiot, ey. Völlig ablenken lassen hier. Das war natürlich jetzt super dämlich. Meinerseits. Boah, fuck, Alter, da fährt er mir. Ja, das ist scheiße. Sorry, Leclerc. Ein bisschen zu sehr zugemacht. Ah, das war jetzt super dumm von mir. Voll verbremst. Ja, so kann man sich natürlich auch um eine gute Position bringen. Ja, was mache ich hier? Das war natürlich jetzt super dumm. Habe ich mich jetzt zu sehr auf dieses Verteidigen und Kampflinienfahren verlassen und völlig den Bremspunkt außer Acht gelassen. Das darf halt nicht passieren, sowas. Aber jetzt nicht verrückt machen lassen, weiterfahren. Ja, so langsam könnte genau das eintreten, was ich gesagt habe. Dass jetzt die Ultras sogar schneller sind als die Hypers. Zu früh gedrückt. Und dann hat der erste Drücker nicht funktioniert. Ja, das ist mir zu riskant, da auch noch reinzustechen. Wie gesagt. Ocon. Uah. Aber der Renault läuft gut hier. Ärgerlich mit diesem Fehler. Ich hätte, glaube ich, wirklich vor Hamilton bleiben können. Aber naja, egal. So kommt da auch ein bisschen Spannung rein. Das ist ja für den Zuschauer auch nicht schlecht.
Ferrari ist halt auch schnell. Solange der DRS hat, wird es schwierig, da vorbeizugehen. Ja. Ich wollte eigentlich nur mal anklopfen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht konkret hier schon vorbeistechen. Aber das hat Raikön doch ein bisschen nervös gemacht, dass ich ihn da leicht touchiert habe. Ich muss gucken, dass ich den Anschluss da nicht direkt verliere. Ich meine, die Hypers werden jetzt immer langsamer werden, während meine Ultras im Vergleich eher die Speed halten können. Jetzt muss ich nur hoffen, dass der Regen nicht zu schnell kommt. Damit die alle schon mal in die Box müssen und ich nicht. Das ist ja eigentlich die große Idee in dieser Strategie. Wenn das gelingt, das wäre natürlich super. Aber Fahrfehler sollte ich jetzt auf jeden Fall vermeiden. Mir tut es auch nochmal unglaublich leid mit Leclerc, dass ich ihm da deinen Flügel abrasiert habe. Da war ich gerade kurz halt einfach nicht mehr ganz bei der Sache. Aber klar, nach so einem dummen Verbremser, so einem unnötigen Verbremser. Also da gebe ich lieber die Position an Hamilton her in dem Moment und mache dann den Konter, wenn ich dann selber DRS bekomme. Aber naja, ist jetzt auch egal. Jetzt muss man es akzeptieren, wie es ist. Sorry, ja, das war wieder ein bisschen zu viel, aber ich bin jetzt gerade auf einer Mission. Tut mir leid an Nico. Ein bisschen gedivebombt. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ich muss jetzt hier ein bisschen pushen. Und solange das Fahrzeug so gut geht im Trockenen, weiß nämlich nicht, wie das Fahrzeug im Regen funktionieren wird. Die ersten drei sind auf und davon. Wahnsinn. Vor allem, dass Ocon oder wer da vorne mit dabei ist, so krass da das Tempo mitgehen kann. Ist auch nicht von schlechten Eltern. Mark Harris, irgendjemand wird da vorne mit dabei sein von Force India. Ja, die Wolken ziehen schon ein bisschen zu. Noch kein Regen. So, den schnappen wir uns jetzt aber. Boah. Ist ja fast noch knapp mit Bottas geworden. Aber alles gut. Bottas kontert hier oder hält dagegen, aber jetzt habe ich mehr Schwung. Könnte natürlich nur sein, dass er auf Startziel jetzt dagegen attackieren wird. Guck mal, was wir jetzt Zeit verloren haben hier jetzt auf die Spitze. Das ist so ärgerlich. Je nachdem hätte ich sogar vielleicht einen Vorsprung rausfahren können da vorne. Aber jetzt ist es halt so. Ein
bisschen verbremst. Glück gehabt, bisschen den Abweiser mitgenommen am Exit, aber alles okay. Voll verbremst. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen ablenken lassen. Ich dachte, da kamen schon Regentropfen runter, aber ich glaube, das war nicht so. Aber er sagt gerade, die nächsten Tropfen, es werden Tropfen kommen. Vielleicht habe ich doch einen gesehen, ich weiß es nicht. Normalerweise sieht man auf dem Auto zuerst die Tropfen. Ach, ich konzentriere mich jetzt einfach weiter. Ist doch jetzt gerade alles gerade egal. Nicht verrückt machen lassen. Einfach fahren. Also aktuell dürfte ich auf jeden Fall der schnellste im Feld sein. Aufgrund einfach, dass meine Reifen jetzt noch gut am Start sind. The gap to the leader is 4.2 seconds. We're leading our teammate by 2.5 seconds. Also wir ziehen ja auch von Bottas mega weg. Ja, jetzt kommt Regen. Scheiße. Also meine Strategie geht je nachdem nicht auf. Das ist bitter. Das heißt, die werden auch alle in eine 1-Stop fahren. Ah, jetzt ist natürlich der Abflug umso ärgerlicher, aber es bringt sich jetzt nichts darüber aufzuregen. Noch habe ich den, habe ich das Momentum, noch muss ich es nutzen. Our gap to the car in front is 2.6 seconds. Die Hypers sind Tutti, also die müssen jetzt entweder richtig viel Zeit liegen lassen, um auf die 1-Stop zu gehen. Kommt jetzt halt drauf an, wie schnell der Regen kommt. Ja, Bremse ist auch schon nicht mehr so ganz. Also der Grip nimmt natürlich ein bisschen jetzt ab. Ich meine, es wurde ja Heavy Rain angekündigt, also das könnte jetzt ganz, ganz schnell ziemlich nass werden. Ja, die bleiben natürlich noch mal eine Runde draußen. Logisch. Die sagen auch, das bringt doch jetzt nichts, zweimal in die Box zu gehen. Weil jetzt sind Inters noch natürlich zu... Die zwei duellieren sich da auch gerade. Wow, ja, so kann man es auch machen, dankeschön. Wow, aber es ist auch rutschig, deswegen haben die so einen Schlenker gemacht und die haben ja ein bisschen rutschigere Reifen jetzt wie ich. Oh, da ist mir einer hinten drauf gefahren, aber ich musste bremsen. Ja, jetzt wird es echt rutschig. Leco mio. Jetzt können es ganz, ganz schnell zu den Inters gehen. Also ich gebe dem jetzt maximal noch eine Runde, dann müssen wir reingehen. Und deswegen hat er auch so einen Schlenker gemacht, Vettel und Hamilton. Deswegen sah das so aus, als ob sie mich vorbeigelassen hätten. Aber das war super rutschig hier. Jetzt Konzentration. Nicht zu überstürzen. Jetzt auch lieber ein bisschen früher anbremsen. Bei der ganzen Geschichte. Mir ist nichts wert, hier daneben zu gehen. Oh, jetzt kommen die ersten Tropfen. Also ich gehe jetzt, bleibe jetzt noch eine Runde draußen und dann muss ich, glaube ich, schon fast reingehen. Auch wenn jetzt die Strecke noch nicht so nass aussieht, aber... Some information on Alonso. They are out of the race. Check your MFD for a new strategy option. Confirmed. Ja. Das denke ich nämlich jetzt auch. Jetzt muss man nämlich rein schon für die Inters. Aber jetzt ist schon echt rutschig.
Deswegen haben die auch gewartet, weil normalerweise müssten wir mit den Hypers schon längst in der Box gewesen sein. Ich kann hier nicht mal mehr vollfahren, das ist super, super rutschig. A new strategy is available on the MFT. Copy. Ja, ja. Ich komm ja. Oh Gott, ja, das ist richtig krass. Einige sind jetzt schon in der Box, die können jetzt natürlich richtig Zeit gut machen, weil bis ich jetzt an der Box bin, werde ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit verlieren. Problem ist, dass die KI bei solchen Bedingungen immer super schnell noch ist. Deswegen, die holen mich jetzt gerade wahrscheinlich wieder ein, obwohl die eigentlich mit ihren Reifen gar nichts mehr hinkriegen dürften. So, jetzt ganz vorsichtig anbremsen. Das ist rutschig. Boah, leck mich am Arsch. Das kostet richtig Zeit. Also die, die jetzt in die Box gleich gegangen sind, die haben je nachdem sogar alles richtig gemacht. Aber trotzdem, dass unser Vorsprung reicht hier vorne. Ich bin sehr gespannt, wie das Fahrzeug im Regen hier funktioniert. Denn wir hatten kein Regentraining hier. Ja, das hat jetzt natürlich super Zeit gekostet. Ja, Nico geht jetzt auch erst rein. Der wird jetzt natürlich ein bisschen Zeit verlieren. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Okay, das wird jetzt interessant sein. Ja, Magnussen fährt immer noch mit Hypersofts, alles klar, der ist mutig. Okay, stay clear of the white line on the exit. Das ist rutschig. Dangerous driving if you cross over into the track. Jetzt mal gucken, wie ich hier klarkomme bei den Verhältnissen. Das letzte Rennen mit Regen lief nicht so gut. Da war die Konkurrenz stärker. Ich kann hier nicht voll pushen. Magnussen, der macht jetzt natürlich eine Schleichfahrt hier. Ich hoffe nur, dass der uns jetzt nicht groß im Weg hier steht. Boah, sorry, aber du bist gerade hier ein ziemlicher Bremsklotz. Green Flag. Great Manöver. You made it look easy. Ja, sagt großartiges Manöver. Ich sehe nur gerade auf der Minimap, dass er da steht. Habe ich den jetzt wirklich komplett abgeschossen? Scheiße. Oh, heute habe ich es aber mit der Konkurrenz. Ja, und er ist auf jeden Fall schneller. Oh je. Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme reinzukommen. Gerade beim Einlenken. Ich muss gerade, glaube ich, hier mal ein paar Sachen umstellen. Ja, das wird noch ein spannendes Rennen, sage ich euch. Da ist noch gar nichts geritzt. So gut der Renault jetzt gerade lief. So viele Probleme habe ich jetzt gerade hier. Oh, Nico wieder in der Box. Es soll ja noch Heavy Rain kommen, deswegen bin ich mal gespannt. Aber da werde ich nicht reingehen. Ich werde das mit den Inters versuchen. Ja, Strategie ging leider nicht ganz auf. Allerdings, andererseits, habt ihr gesehen, wie langsam die zwischenzeitlich mit den Hypersofts waren. Also hätte ich den Fahrfehler nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich einen richtig geilen Vorsprung rausfahren können. So ist es jetzt halt nicht so, aber ist egal. Wir führen die... Das Rennen aktuell an. Wir haben ein Fahrzeug, was prinzipiell hier funktioniert. Und warum sollte ich hier nicht eine Chance weiterhin auf einen Sieg haben? Einfach konzentriert weiterfahren. Nichts anbrennen lassen.
Hier traue ich mich echt nicht ans Gas zu gehen. Aber die Bremsbalance umzustellen war auf jeden Fall genau die richtige Entscheidung. Ein bisschen mehr Stabilität da beim Anbremsen reinzukriegen. Ja, aufpassen. Jetzt wird das Rennen natürlich ein bisschen zäher, ein bisschen langwieriger, weil natürlich die Rundenzeiten jetzt extrem fallen. Das wollte ich eigentlich gar nicht anklicken. Okay. Aktuell kann ich den Abstand, glaube ich, ganz gut halten hinten. Das sieht aktuell alles ganz gut aus. Ein bisschen zu früh eingelenkt. Nicht, dass ich noch eine Strafe fürs Abkürzen bekomme, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Aber ich muss mich jetzt hier gerade erst noch ein bisschen reinfinden. Das letzte Regenrennen liegt sehr, sehr lange zurück. Wenn ich prinzipiell gerne im Regen fahre, aber ja. Da blockieren die Reifen nicht gut beim Anbremsen. Ja, der Regen wird mehr. Man sieht die Regentropfen eigentlich fast gar nicht. Also die man halt natürlich jetzt hier so an der Kamera kleben hat, aber so irgendwie das Regentropfen fallen sehe ich irgendwie gar nicht. Das ist gerade ein bisschen spooky. Aber sei es drum. Ja, soweit ich das beurteilen kann, ist Hamilton, Vettel und ich gerade auf einem ziemlich gleichmäßigen Tempo unterwegs. Zweitletzte Kurve, da habe ich nicht so genau den Bremspunkt rausgefunden in den Bedingungen. Gap to teammate behind is 52.2 seconds. Thank you.
see a transition to light rain in around 10 minutes time. Ja, aktuell kann ich mich sogar leicht von Hamilton absetzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, aktuell finde ich gerade meinen Rhythmus ein bisschen. Aber ich versuche den jetzt einfach auch weiterzufahren. Ich versuche jetzt ja keine Experimente. Das sieht alles aktuell ganz gut aus. Zumal die Reifen ja natürlich trotzdem ein bisschen abbauen und nicht, dass dann plötzlich mir der Arsch kommt. Weil das hat es hier dann doch mal ganz schnell. Ich hoffe, dass dieser eine Fahrfehler der einzige bleibt. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon mal sagen, die eigentlich geplante Strategie ist zwar nicht eingetreten, aber dennoch war sie ein Erfolg. Denn in der Phase, als sie Hypersoft abgebaut haben und die Konkurrenz draußen bleiben musste, weil sie wusste, okay, da kommt Regen, es macht keinen Sinn, jetzt nochmal zu wechseln. Hat sich gelohnt, weil da waren wir einfach super schnell und dieser massive Verbremser meinerseits konnte ich halt absolut wieder wettmachen. Weil in der Phase meine Ultrasofts einfach deutlich schneller waren. Klar kann man jetzt drüber spekulieren, was wäre gewesen, wenn ich jetzt eben nicht diesen Fahrfehler gemacht hätte, dann wäre der Abstand wahrscheinlich noch größer und das Rennen wahrscheinlich noch langweiliger. Von dem her unterm Strich vielleicht war das der nötige Aufreger, um jetzt einfach konzentriert auch zu bleiben. Wer weiß, vielleicht hätte ich dann erst recht leichtens Fehler gemacht, wenn man so ein bisschen Vorsprung hat. So weiß ich, ein kleiner Fehler und Hamilton und Vettel sind vorbei. Deswegen einfach konzentriert weiterfahren. Die letzten 8 Runden. Hier und da könnte ich, glaube ich, ein bisschen später bremsen. Aber ganz ehrlich gesagt, ist mir egal. Hauptsache nicht irgendwie massiven Fahrfehler nochmal machen. Ja, so wie hier. Da blockiert das Rad und schon geht der ganze Sprung verloren. Also gerade auf der Bremse ist es super viel Feingefühl gefragt. Die Strecke ist jetzt auch richtig nass. We're reaching a point where you're going to start aquaplaning with those tires. I think you're all right for now, but it might not be long before we switch to the full wets. Ja, jetzt kommt der angesprochene Heavy Rain, das haben wir ja schon was gedacht. Ich finde es nur, wie gesagt, sehr lustig, dass man eigentlich keine Regentropfen sieht. Ich glaube, ich habe aber auch die Grafikeinstellung, was die Wettereffekte betrifft, ziemlich runtergestellt. Deswegen ist es so. Man sieht so ein bisschen, aber ich glaube, auf YouTube wird man es gar nicht sehen. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht die Heavy Rains holen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich hoffe, es lohnt sich nicht. Weil es eigentlich hieß, dass nur ganz kurz Heavy Rain Phase ist. Aber man merkt schon, dass es jetzt hier langsamer wird oder dass es nochmal rutschiger wird. Hamilton hat jetzt auch ein bisschen aufgeholt. War auch gerade nicht meine beste Runde. Ich denke, auch die Konkurrenten werden nicht jetzt nochmal reinfahren für Harrys. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so blöd.
Einfach konzentriert weiterfahren. Nicht zu hektisch irgendwie Aktion reißen. Versuchen da ganz geschmeidig um die Kurven zu fahren. Das ist so eigentlich der Trick im Regen. Keine hektischen Bewegungen machen. Einen ganz runden Fahrstil an den Tag legen. Und das mache ich eigentlich eh sehr gerne. Hier bremse ich lieber ein bisschen früher, dass ich hier sehr geschmeidig reinbremsen kann. Und aktuell bin ich wieder ein bisschen gegen Hamilton. Also dieser etwas passivere Fahrstil lohnt sich gerade definitiv. Nicht zu sehr zu pushen. Ein bisschen zu früh eingelenkt. Passt so. Also wenn es jetzt nicht schlimmer wird mit dem Regen, dann kannst du mit den Inters easy peasy hier durchfahren. Sagte er und geht ein weiteres Mal off track. Was natürlich keine Absicht ist, aber gar nicht so einfach. We're expecting the rain to get better in around 5 minutes. Light rain in 5 minutes time. Da wird es wieder besser. Das heißt, so in Runde 24, schätze ich mal, werden wir dann wieder ein bisschen bessere Bedingungen haben. Können wir natürlich nach wie vor ballern. Solange wir das kontrollieren können, ist alles cool. Ja, für Nico lief das Rennen, glaube ich, gar nicht gut. Er war irgendwie zweimal in der Box. Also da war wohl ein Flügelschaden oder sowas mit dabei. Und eigentlich wäre er ja von Startreihe 1 gestartet, aber durch die Crit-Strafe war er im Getümmel. Weil ja wir kurzzeitig ja hinter ihm waren im Rennen. Durch diesen dummen Fahrfehler, aber der ist so jetzt schon längst weggespült. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, das war jetzt keine so gute Runde, nicht so gutes Infield gefahren. Deswegen kam jetzt Hamilton auch wieder ein bisschen ran. Hamilton aber aktuell auch gerade im Kampf mit Vettel, also vielleicht kosten die sich auch ein bisschen gegenseitig Zeit. Bin ich jetzt auch nichts dagegen einzuwenden. Weil eigentlich so ein Kampf gegen Ende will ich jetzt nicht nochmal fahren müssen. I think we're still on the right tires for the time being. Ja, reinfahren tue ich jetzt ganz bestimmt nicht. Ja, Hamilton holt gerade wieder ein bisschen auf. Na, wie gesagt, war keine so gute Runde meinerseits.
Hier ist jetzt echt ein Geduldsspiel und einfach ein feiner Fahrstil vonnöten. Wer jetzt übertreibt, der verliert eher. Ja, das Ding ist halt, im Prinzip kann das jetzt sehr langweilig aussehen, aber man darf nie vergessen, einmal hier ein Fehler, einmal ein Dreher und das kann es ganz schnell mal geben. Dann ist hier ganz schnell die Position weg. Und das, wenn es ganz blöd läuft, natürlich gleich zwei Positionen oder vielleicht sogar mehr. Jetzt sollte das Wetter dann eigentlich schon wieder ein bisschen besser werden in der Runde oder zumindest mal spätestens in der nächsten. Schnell hier rein. Wow. Kurzer Leck. Der erste Leck, ey, nimmt mich ja Wunder bei den Regenrennen. Normalerweise leckt es ja als wie Hölle bei mir. Ich wollte es ja nicht verschreien, aber jetzt hat es geleckt, jetzt darf ich es ja erwähnen. Wow. Oh, jetzt aber, komm. Jetzt braucht es auch nicht mehr lecken am Ende des Rennens. Sowas kann nämlich ganz, 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 ganz schnell mal im Dreher enden. Gebremst. Aber alles okay. Ja, Bedingungen werden ein bisschen besser. Man kann wieder ein bisschen mehr pushen. 10 minutes left of this rain, then we think it's gonna dry up. 10 minutes. Aber das heißt nicht, ich sollte jetzt es auch übertreiben. Sonst passiert nämlich genau sowas, dass ich mich verbremse und dann neben der Strecke bin. Und das kostet alles unnötig Zeit. Und neben der Strecke ist es noch viel, viel rutschiger als auf der eigentlichen Rennstrecke. Und damit gefährlicher, dass da mal ein Dreher passiert. Also gewinnen tue ich da gar nichts. Okay, das ist für die WM gar nicht so schlecht, dass Vettel jetzt ein bisschen Probleme hat. Weil vielleicht, wie schon gesagt, könnte da ja noch was in Richtung Weltmeistertitel gehen. Dadurch, dass Hamilton dazwischen ist, sind es immerhin nochmal 3 Punkte weniger, die Vettel kassiert. Auf dem zweiten würde er 18 Punkte kriegen, so kriegt er nur 15. Und damit hole ich 10 Punkte wieder auf. Ist natürlich trotzdem ein riesen Vorsprung, den er hat, aber ja, man weiß ja nie, was noch passiert. Hier wieder an der fast selben Stelle.
So, zweitletzte Runde. Abstand konnte ich weitestgehend halten. Und selbst wenn ich jetzt ein bisschen langsamer werde, im Vergleich zu Hamilton, solange ich den guten Rhythmus halte, dürfte er nicht mehr in die Angriffsposition kommen. Deswegen kalkuliert fahren. Und dann passt es. Die Strecke wird deutlich schneller jetzt wieder. Ich hoffe, dass in Sachen Performance F1 2019 einfach um einiges besser wird, weil das ist einfach ein Armutszeugnis, dass das Spiel solche Performance-Probleme hat. Okay, the gap behind is 3.8 seconds. Vorsicht. So, letzte Runde beginnt gleich. Und dann fahren wir hier einen weiteren Sieg ein. Das wäre doch einfach geil. This is your final lap. Final lap of the race. Vielleicht nach Teamkollegen fragen, aber gibt es gerade gar keinen Menüpunkt. Status Teamkollege. They're on old inters. The time last lap was a 1:46.8. Die Position wäre ganz interessant gewesen, aber ist jetzt auch egal, ich werde es gleich sehen. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, also 4 Sekunden jetzt Vorsprung fast. Da müsste jetzt einiges schief gehen. Vettel hat jetzt mega verloren. Da sieht man mal, was so ein Schaden am Fahrzeug, was das ausmacht. Wenn das noch 2-3 Runden länger gegangen wäre, hätte er vielleicht sogar noch eine Mehrposition verloren. Aber sei es drum, es ist ein weiterer Sieg in meiner Karriere. Das Comeback sozusagen ist geglückt. Geil! Bam, 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 bam. Also wieder ein fantastischer Sieg für Renault. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox, da flippt das Team von Renault beim Einlauf ihres Fahrers förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat.
Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Nach dieser Leistung muss es eigentlich Max Verstappen sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Yo, Nico holt leider keinen Punkt, kann eigentlich nicht umsetzen, was den Renault so stark macht. Aber das soll ja nicht das letzte Rennen dieser Saison gewesen sein. Und das nächste Rennen wird dann Japan sein. Ich denke, da wird der Renault nicht ganz so stark auftrumpfen können. Da schätze ich den Ferrari und den Mercedes stärker ein. Ich denke, wir dürften aber trotzdem etwas besser als der Red Bull sein, weil dem einfach ein bisschen die Power ausgeht. Ja, lassen wir uns überraschen. Japan, eine Strecke, die mir jetzt nicht so unglaublich liegt, ist aber eine geile Strecke dennoch. Und ich würde sagen, wir gucken uns auf jeden Fall kurz mal den Start an, wie der so lief. Startduell habe ich ja Gott sei Dank gewonnen. Ja, und bis auf einen ganz großen Fehler, eigentlich nahezu ein fehlerfreies Rennen. Klar, kleinere Fahrfehler hier und da. Das kann es immer mal geben. Und mein Funkenflug ist auf jeden Fall mächtig, sehe ich gerade. bisschen ins Auto tiefer gelegt als die Konkurrenz. Guck mal, wie alle hier in der Zweierreihe da in die erste Kurve reingebremst sind. Sehr geil. Ja, ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, da hatte ich am Anfang ein bisschen gemerkt, dass das Fahrzeug doch halt schwerer ist als im Qualifying, logischerweise. Und dann halt mit den Ultras nicht ganz so den Grip gehabt. Aber ich konnte mich immerhin mal die erste Runde erwehren. Da hat es auch kurz geleckt. Ja, ich würde sagen, an der Stelle, wir gehen aber mal zurück zur Lounge oder beziehungsweise vielleicht auch zum Interview. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? Ja, Team kann ich eigentlich was nicht sagen. Ich glaube, keines der anderen Teams konnte mit einem solchen Auto aufwarten. Nein, es gibt keine. Unsere Aerodynamik ist die beste. Für unser Triebwerk gibt es keine Konkurrenz. Es ist einfach das Bild. Ja, das ist eigentlich die Wahrheit. Deswegen, ja. Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Ja, es wird langsam vorhersehbar. Vielleicht sollte sie das Rennen verlieren. Nee, ich gebe mal keinen Kommentar. Sie haben sich im Vergleich zum letzten Wochenende deutlich besser geschlagen. Was hat sich geändert? Wir machen mal das Chassis, weil da müssen wir ein bisschen die Abteilung motivieren. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Vielleicht, aber wir dürfen nicht zensuriert werden. Ich bin sehr froh, dass Sie gerade... Ja, doch das. Danke für den Kommentar. Okidoki. Ja, sehr schön. Dann gucken wir doch gleich mal auch in die Entwicklung rein. Achso, ja, neu Sebastian Vettel jetzt als meinen Rivalen ausgewählt. Und, ja, er hatte eine schnellere Rennrunde als ich, okay. Deswegen ausgeglichen, aber ja, ich habe gedacht, mal Vettel als Konkurrent, warum nicht? Vielleicht wird es ja noch was gegen ihn in dieser Meisterschaft. So, da gibt es auch mächtig nochmal Punkte. Das kommt auch nochmal oben drauf. Sehr gut. Hey, Glückwunsch zum Treppchen. Das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Schon wieder Vertragsverhandlungen? Ja, warum wieder neue? Ich will nicht. Die waren doch ganz gut. ja. Es wird für uns Zeit, deinen Vertrag neu auszuhandeln. Hier siehst du die aktuellen Angebote.
Sobald die Verhandlungen beginnen, wird dir das Team ein Angebot machen. Du Boah, was sie verlangen. Das aktuelle Angebot annehmen, aber ich empfehle dir wärmstens, bessere Konditionen auszuhandeln. Ich mach mal 5-5, erster Fahrerteamziele schwer, Rennbonus 75, Upgrade-Geschwindigkeit. Machen wir mal Level 3, gleichzeitige Entwicklung, 1-2 Upgrades pro Abteilung und Boxenstopp vielleicht schneller. Wir machen es einfach mal, gucken mal, wo wir stehen. Okay, weit drüber. Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Wir ja, ich glaube auch. Mehr entgegenkommen. Ja, machen wir hier, 10% sollte reichen. Ja, aber hier will ich eigentlich nicht so hoch gehen, ehrlich gesagt. Ja, komm, nee, mach mal... Na, machen wir mal 4. Aber das war, der Vertrag war doch voll gut, den wir hatten. Sie lassen sich auf die aktuellen Vertragskonditionen nicht ein. Versuchen wir es nochmal. Oh Mann, was mache ich denn jetzt hier? Ah, das ist Level 3, ne? Ne, dann machen wir Level 2, dann reicht es auf jeden Fall. Machen wir es so. Dann reicht es auf jeden Fall, oder? Dann kann ich hier auch wieder auf 5 gehen, hoffe ich. Ja, easy. Unser Angebot wurde akzeptiert. Der neue Vertrag tritt mit dem Beginn des Rennens am nächsten Wochenende in Kraft. Wie viele Verträge man hier ständig hat. Ja, das ist ja echt der Wahnsinn. Ja, klar. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen forschen. So, wir machen jetzt erstmal hier... Und wir sollten auf jeden Fall, Chassis ist okay, Aerodynamik. Ja, wir sollten vielleicht Aerodynamik auch noch ein bisschen was forschen. Was kostet der Spaß hier? Habe ich immerhin 20% Reduktion. Ja, machen wir mal hier Aerodynamik. Dann machen wir mal Luftwiderstand, verbesserte Querlenker, Heckabtrieb. Ja, machen wir mal das hier mal. Das wird bis wann fertig? Müsste eigentlich schon vielleicht bis zum nächsten Mal fertig werden. Oder bis Japan wird es fertig. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Dann haben wir ein bisschen nochmal was. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, springen wir direkt auch nach Japan, um zu wissen, ob das Upgrade durchgegangen ist oder nicht. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Wir sollen einmal Erster werden, ist das Ziel, okay. Was Wetter steht hier noch nicht, Heckflügel ist da, Wetter bleibt konstant. Okay, ja, und das Chassis ist out, dann gucken wir gerade mal, wie stehen wir. Also unser Team ist nach wie vor das Top-Team. Im Motor sind wir nach wie vor Erster. Aerodynamik sind wir aktuell, ja, gleich auf mit Ferrari. Bei Chassis meine ich, sind wir gleich auf mit Ferrari. Und hier sind wir aktuell das zweitbeste Team. Also, ja, das sieht doch alles gar nicht mal so schlecht aus für Japan. Also gucken wir mal, was da noch so kommen mag. Und deswegen machen wir jetzt aber wirklich los. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dem so wäre, lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder zum großen Preis von Japan bei Suzuka. Bis dann. Ciao.